nicht so einfach, aber gleich. Das ist die ganze Geschichte mit Loma und dem Geschäft. Ja, das ist ja. Das sieht gut aus. Frau Hedemann, 30 Jahre das Ladengeschäft von Krüvel Tabak. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Dankeschön. Wie ist das so für eine junge Frau, in so einem Traditionsunternehmen wie Krüvel zu arbeiten? Das Tabakhaus selber gibt es ja schon 310 Jahre etwa. Wie ist das so, wenn man in so einem traditionsreichen Geschäft arbeitet? Es macht sehr viel Freude, sehr viel Spaß, Genuss zu verkaufen. Das ist immer die Maxime, die wir haben. Wir verkaufen Genuss, wir verkaufen Lebensgefühl. Es macht einfach Spaß, schöne Produkte anzubieten. Die ich natürlich auch selber aus eigener Erfahrung kenne. Zigarren, Pfeife, das ist einfach ein schönes Produkt. Ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt in einem normalen Laden, in Anführungsstrichen, Schuhe zu verkaufen oder Klamotten. Das ist einfach schön. Die Produktpalette sind ja vor allen Dingen Zigarren, sicherlich Pfeifen, Pfeifentabake. Was gibt es außerdem noch bei Ihnen? Wir bieten eine große Auswahl an kleinen Zigarillos an, an Hausmarken bei Zigarillos, über unaromatisierte wie auch mit Pfeifentabak drin, bisschen süßlich, eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Wir bieten noch ein paar Brände an. Die Firma Scheiben ist ein guter Partner von uns, mit dem wir gerne zusammenarbeiten und qualitativ hochwertige Spirituosen an uns liefern. Prima. Na, wir werden nachher noch mal so einen kurzen Schwenk mit der Kamera durch das Geschäft und über das Angebot machen. Zum 30-Jährigen, gibt es was Besonderes für Ihre Kunden? Gibt es etwas, was man zum Jubiläum entdecken kann? Ja, wir haben zwei Pfeifentabake entworfen. Und zwar für jeden Geschmack den richtigen. Wir haben einen süßlichen Pfeifentabak mit einem leichten Karamellaroma, mit einer schönen Raumnote, schön weich, schön mild. Dann haben wir aber auch für die etwas 40 interessierten Pfeifenraucher einen mit Latakia. Nicht zu schwer, aber eben eine deutlich rauchige Note. Wir haben eine Jubiläumspfeife mit der Firma Faun zusammen entworfen. Die zeige ich mal. Ja. Limitiert auf 30 Stück tatsächlich, passend zum Jubiläum. Wir haben zwei Zigarren in Kooperation mit der Firma Schuster gemacht. Eine Brasil, etwas würziger, etwas kräftiger. Das kommt ja hier aus der Region Schuster, das wissen die Zigarrenliebhaber, sitzt in Bünde. Eine Sumatra-Variante, etwas leichter. Dann gucken wir es auch an. Okay, sehr schön. Und dann haben wir für die Freunde der gepflegten Spirituose haben wir noch einen schönen Pflaumenbrand, der extra für uns hergestellt worden ist. Schön lecker, schön weich. Okay, das sieht alles verlockend aus. Okay, sehr schön. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Wir werden, wie gesagt, gleich noch mal ein bisschen uns im Geschäft umgucken. Ich werde einmal so die Hausmarken, was die Pfeifentabake betrifft, zeigen. Und den Humidor werden wir sicherlich auch sehen. Danke Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Freude. Sie lernen viel über Männer in diesem Geschäft, oder nicht? Ja, wenn Sie sich darauf einlassen, von mir beraten zu werden. Die meisten gehen dann auch fröhlich aus dem Laden raus, wenn ich dann gezeigt habe, dass ich auch Ahnung habe. Gibt es denn sonst Vorbehalte gegenüber einer Frau im Tabakfachgeschäft? Doch, am Anfang schon. Also es gab schon Situationen, in denen es mir nicht zugetraut worden ist, aber da muss man dann einfach durch Wissen punkten und auf Fragen auch die richtigen Antworten haben. Okay. Hier sehen wir viele Männer, die völlig überzeugt sind. Ich gehe mal einmal so da in die Runde. Ich glaube, das ist alles auf einem super guten Weg. Danke. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
Das ist eine reiche Auswahl an Zigarren. Thank you.